Dr. Scholte nicht zu irgendwas ernannt hätte. Ach, so richtig. Mit Hilfe des Verwaltungsrats. Ja. Und stellen Sie sich das, Sie waren nie beim ZDF, ne? Nein. Nein. Ist das nun Ihr Pech oder Ihr Glück? Es ist zum Teil mein Pech, weil es natürlich ein großer Sender ist, den ich auch sehr, sehr gerne sehe. Es muss ja nicht immer laut und lärmig sein. Und, aber das war, die ARD war da, wie soll ich sagen, nicht schneller, aber ich war penetranter bei der ARD. Ja, das ist wahr. Und auch länger. Ich war länger. Ja, ja, ich habe Ihnen ja sogar mal das Bargeld ausliefern dürfen. Richtig. Haben Sie noch was davon übrig behalten? Ja, selbstverständlich. Ich habe das gut. War schon ein paar Jahre her, ja, ich aber es das war gut, ja auch reichlich. Ich habe das gut angelegt in Old Economy. Nicht, also in Allianz und Dresdner vielleicht? Nein, darf man das in deutsche Autofirmen. Deutsche Autofirmen? Ja, also ich meine, die sind nicht so stark gefallen. Daimler, Chrysler vielleicht auch? Ja. Da sehen Sie aber alt aus, ne? Mittlerweile, aber das ist ja, ich habe gehört, Aktien ist sehr langfristig. Naja, ja. Gut. Also Sie man sind muss ja noch ein junger Mensch, aber ich könnte mir das gar nicht mehr leisten, darin einzulegen. Ja, wieso? Ehe Sie dann wieder hochkommen. Ja. Vorsicht, mit solchen Gesten. Das wird zusammengeschnitten und missinterpretiert. Fusionen sind ja die große Sache. Im Rundfunk klappt es ja auch einmal, gelegentlich einmal. Ja. Süddeutsche, Ihr Heimatsender und der Südwestfunk haben sich ja auch fusioniert. Ja, aber ich glaube auch nicht so Merger of Equals, wie das heißt, sondern es war auch mehr so eine Übernahme. Der Südwestfunk hat den Süddeutschen Rundfunk einkassiert. Die Streitfrage, die jetzt auch Chrysler und Daimler beschäftigt, ja. Wie Sie wissen. Geht das, zwei so unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen und so weiter? Der Daimler-Chef ist ja ständig in der Luft, mal von Stuttgart nach New York, dann von New York nach Stuttgart. Ja. Wie früher Genscher begegnet er sich immer selbst mitten über dem Atlantik. So viel hat er damit zu tun, die beiden Kulturen zu vereinen. Und die haben sogar ein eigenes Gate auf dem Stuttgarter Flughafen, habe ich gesehen, Daimler Airline. Sehen Sie, ja, das die haben auch eigene Flugzeuge. Die mussten eigene Flugzeuge kaufen. Als sie noch in Deutschland produzierten, war das nicht nötig. Aber jetzt haben sie eben eigene Flugzeuge, sind eben gut zu Fuß, so wie Fußballmannschaften heute. Interessiert Sie Fußball? Sind Sie Fußballfan? Ja, doch, gelegentlich schon. Ich schaue jetzt, ab jetzt werde ich wieder regelmäßiger zuschauen, denn man weiß ja noch nicht genau, wer deutscher Meister wird. Es gibt ja mindestens 6 mögliche deutsche Meister. Ja, woran liegt das eigentlich? Ich meine, die Bayern hätten zum einen schon alles klar machen können, ja, zum anderen, wenn sie mal verlieren, dann haben die anderen irgendwie Angst vor der eigenen Courage und verlieren auch. Also kann man das nicht irgendwie steuern? Als Bayern hat 8-mal verloren in dieser Saison. So und genau wissen Sie das? Ist Tabellenführer. Ja, ja natürlich. 8-mal. So was weiß man. Ja, ich meine, kann nicht... Was ist? Man könnte doch eigentlich... Könnte man nicht als Fernsehsender Einfluss darauf nehmen? Schließlich bezahlt doch das Fernsehen den Fußball. Naja, Leo Kirch bezahlt den Fußball weitgehend und die anderen steuern auch was dazu bei. Das ist ein ganz schwieriges Geschäft. Die Vereine brauchen viel Kohle und bis 2004 hat Leo Kirch die Bundesliga gekauft. Das kostet 3 Milliarden Mark. Dann hat er noch mal 3 Milliarden locker gemacht für die Weltmeisterschaften 2002 und 2006 in Deutschland. 2006 in Deutschland. Das hat er alles gekauft. Und nun müssen die Fernsehanstalten sehen, dass sie ein Stück vom Kuchen mitbekommen, was schwer ist. Ist das schwer? Heute, glaube ich, entscheidet die ARD zum 24. Mal darüber, ob sie noch was vom Kuchen abhaben will oder nicht. Das ist schwer, da teuer. Denn ein Spiel soll ja allein 2002 10 Millionen Mark kosten. Können Sie sich ein Fußballspiel vorstellen, das 10 Millionen Mark wert ist? Ja. Ja? Also Stuttgarter, VfB Stuttgart. Nein, also für Deutschland gegen Stuttgarter Albanien. Kickers oder so. Nein, VfB. Nichts über Menschen, die sich nicht wehren können. Ja, VfB. Ja. Welche Position? Aber Sie sind ja der Botschafter hier. Ja, so ehrenhalber. Ehrenhalber. Ja, aber zum Beispiel Deutschland gegen Albanien, das ist schon 10 Millionen Mark wert, finde ich. Da sind ja Werbeeinnahmen auch so das weiter. Weggucken ist 10 Millionen Mark wert. Da gebe ich Ihnen recht. Sie scheinen mir sehr negativ unserem Fußball gegenüber. Im Gegenteil. Ja? Ich habe ja mitgeboten, als es schon um Fußball ging, als ich noch in Amt und Würden war, dass da das Herzblut ist mit dabei, wenn Sie das hinter sich haben. Und hätten Sie beim gewissen Punkt gesagt, nein, Schluss, jetzt wird nicht mehr mitgeboten oder ist man ein Sachzwängen? Ich habe immer gesagt, Fußball im Fernsehen muss sein, im Öffentlich-Rechtlichen, in der ARD in diesem Fall. Warum eigentlich? Aber es muss bezahlbar bleiben. Und muss das da wirklich sein? Ich glaube schon. Fußball ist so eine Art Volkssport, höre ich immer wieder. In Großbritannien ist das besser geregelt. Ja. Da haben die Gesetzgeber gesagt, also das Parlament hat gesagt, die wichtigen, herausragenden Spiele von der Weltmeisterschaft müssen für jeden der Mann zugänglich gezeigt werden und dürfen nicht in einem
Satellitenfernsehprogramm versteckt werden. Bei uns ist das nicht so gut geregelt. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil Stoiber im Verwaltungsrat von Bayern München sitzt und Mayer-Vorfeld, der lange Finanzminister in Baden-Württemberg war. Da gibt es ganz enge Verbindungen natürlich. Ach so. Und Politiker. Ja. Ja, aber das weiß man ja alles gar nicht. Also wenn man Sie sind Fußballfan. Ja schon, aber für mich steht der Sport im Mittelpunkt. Also ich habe Angst, dass der Fußball zu sehr kommerzialisiert wird. Sie halten das noch für Sport, was da läuft? Ja, natürlich. Woran ja. messen Sie das? An den Honoraren, die Einzelspieler bekommen? Ja, ich finde ja komischerweise, dass die Spieler gar nicht so viel kriegen. Ja? Wenn ich mir überlege, dass so ein Effenberg angeblich 6 Millionen Mark kriegt. Ist ja? relativ wenig. Verglichen mit Rositzky, heißt er so? Rositzky bei... Der mit 26 Millionen Mark und geködert wurde und Mutter wurde gleich mit eingekauft. Und Papa, damit er sich Papa nicht alleine auch? Fühlt in Dortmund. Ja. Ja. Der soll aber schnell weiterverkauft werden, habe ich gelesen. Das ja, ist nur so eine Durchlaufstation. Das ist der Wunsch seines Trainers. Ja. Aber da frage ich mich auch, da sind wir ja schon beim Thema Nationalstolz. 25 Millionen für einen super talentierten Fußballer aus der... Tschechischen Republik muss aus der jetzt? Republik, ja, Republik aus der Tschechien. Republik Tschechien. Aus der Republik Tschechien heißt ja. das. Heißt mit, ja. Und verfolgen Sie solche Debatten noch im Fernsehen, Politik, oder schalten Sie das ab? Nein. Also Politik ist schon so eine Art Vollkornbrot des Alltags bei mir. Da möchte man doch genauer wissen, was los ist. Und darum eile ich auch gelegentlich nach Berlin, um ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Das ist ganz spannend, weil ja alle gesagt haben, die Politik in Berlin wird sich total verändern. Ja. Es ist genau wie in Bonn, nur alles etwas weitläufiger. Abstände größer. Ja, die müssen mehr laufen, mehr ja. traben. Nun gibt es ja die U-Bahn und die S-Bahn, da ist man schnell an ja. dem einen oder anderen Fleck. Nur, man ist nicht immer dort, wo man glaubt, dass sein eigenes Ziel, das politische Ziel untergebracht ist. So lernt man auf jeden Fall die anderen kennen. Wenn man hier ist und sagt, da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. Hätte das zu Ihrer Zeit auch diese Aufregung gegeben mit Trittin und mit Mayer, mit so einem Begriff wie Skinhead? Ich meine, damals gab es jetzt keine Skinheads. Ja, also die schlimmste Beschimpfung im ersten Deutschen Bundestag war Kanzler der Alliierten. Das sagte der SPD-Oppositionsführer zu Konrad Adenauer. Er wurde für 20 Tage aus dem Bundestag verwiesen. Nun hat ja Trittin all seine Gemeinheiten immer im Radio oder gelegentlich im Fernsehen, wie Sie ja mit Ihrem Geheimbericht bewiesen ja. haben, abgelassen. Und er kann nicht des Parlaments verwiesen werden. Im Parlament hat er ja gerade seine Kreidekur hinter sich gebracht. Da sitzt er ja immer ganz still und ganz lieb, hält die Pfötchen hoch und erweckt den Eindruck, als könnte er kein Wässerchen trüben. Also Trittin ist nicht mehr das, was er mal war, glaube ich. Ja, man wird sehen, aber Minister ist er noch. Und das scheint ihm wohl sehr viel wert zu sein, wofür ich ja menschliches Verständnis ja. habe. Wenn Sie jetzt zu Hause sind, schauen Sie sich heute an, Manchester gegen Bayern München. Ich meine, es läuft ja auch Premiere World. Können Sie das sehen? Ja, nein, Premiere World habe ich nicht, aber RTL könnte ich schauen. Ist alles sehr spät. Ja. Ja, und da würde ich manche wichtige Nachrichtensendungen verpassen. Und da kann ich nur sagen, man muss auch die morgige Zeitung abwarten können. Dann lesen Sie das Ergebnis nach. Ja, es steht ja. meistens auf der ersten Seite, oben rechts in der Ecke. Ja. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was dann mit dem ZDF los ist. Ja? Vielleicht sind Sie Intendant geworden. Nein, sicherlich. Als ja? Nebenjob. Nein, wenn nicht. Obwohl der neue Intendant des ZDF soll 47 sein, habe ich gehört. Also der eventuell in Frage kommt. Da sind Sie ja wesentlich jünger. 3 Jahre. Damit wachsen Ihre Chancen enorm. Nein, nein. Es ist für so wenig Geld arbeiten Sie. Nein. Alles Gute. Richtig, eine Worte, meine Damen und Herren, noch gleich. Rosenstolz. Ja, umtippen. Ich freue mich, dass ihr mal hier seid. Wir freuen uns auch. Ja, ihr wart einmal schon hier, habt euch eine Sendung angeguckt. Genau. Ich weiß nicht, da war irgendjemand da, mit dem ihr befreundet seid. Oder Heller. Heller von Sinn. Mit Heller von Sinn. Genau. Harald, wir haben dir was mitgebracht. Nein! Doch. Ja. Es findet nämlich im Internet zurzeit eine Wahl statt. Es wird gewählt, der Prominente, der am meisten Sexappeal hat. Und wir dachten, wir müssen uns auf irgendeine Seite schlagen. Wir schlagen uns natürlich auf deine Seite.
Kann ich mal hier und mal. Haben eine Kampagne ins Leben gerufen, das ist ja sozusagen. Großartig. Wie sexy weil, bin ja? ich.de. Genau. Ja. Und wir rufen alle auf, votet für Harald, weil im Moment liegt Iris Berben vorne. Und ist das nicht nach Geschlechtern? Sehr gut. Ist das nicht nach Geschlechtern getrennt? Dankeschön. Nein. Es geht generell um Sexappeal. Ist sehr modern. Aber wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange. Ja. Das im WDR, im Hörfunk, das ist, weiß ich, 5 oder 6 Jahre her, das erste Mal, ja, glaube ich. Ja, mindestens. Ja. War das euer großer Durchbruch im letzten Jahr mit dem, oder in diesem Jahr sogar mit dem Grand Prix? Naja, wir machen das ja schon seit Jahren und wenn man das selber macht, dann müht man sich Stück für Stück vor. Ja. Damals aber die Teilnahme am Vorentscheid zum deutschen Grand Prix mit im Jahr des Gildo Horns, das war sicherlich das, was man so Durchbruch nennt. Ich meine, auch für so ein größeres Publikum, also vorher wart ihr doch eher so einem Szene- oder einem, genau. einem Insider-Publikum bekannt. Ja, ja? Mhm. So, jetzt sage ich das mal richtig. Das hier ist eure CD. Das die ist Single. Unsere Single. Die Single. Die Single, natürlich. Die Single Total Eclipse zur CD Kassengift. Ist das richtig, Marlene Dietrich? Ja, uns fiel das Wort, also ich habe die Marlene Dietrich-Biografie gelesen und sie wurde damals, sie war die bestbezahlteste Schauspielerin der Welt und gleichzeitig floppten aber all ihre Filme und ich dachte, das passt super zu Rosenstolz. Deswegen und, Kassengift. Genau, sie wurde dann immer als Kassengift bezeichnet. Ja, ist es aber bei euch ähnlich, oder? Na, sagen wir mal, in bestimmten Kreisen, wenn auch wir als nicht gut verkaufbar gehandelt. Ist das so oder also, nicht? Ja, Medien mehr oder weniger, die mögen uns nicht so gern. Wirklich? Und das war eher was mit Augenzwinkern, also richtig ernst gemeint haben wir das jetzt nicht. Ja. Das ist zusammen mit Marc Almond. Ja. Ja? Wie kommt man an so einen Mann für so eine Platte? Das war unvorstellbar. Er hat über einen Journalisten unsere CD Kassengift in die Hände bekommen. Hat sie gehört, das Lied Amo Vitam. Und auf einmal hatte ich Marc Almond am Handy. Ich dachte, das ist Verarschung. Wie, gleich persönlich? Ja. Ja. Also er hat unsere Managerin angerufen, Nummer gekriegt. Und dann hat er mich angerufen. Ich dachte, das ist jetzt Verarschung. Und dann haben wir gesagt, er hat gesagt, er würde gerne mit uns arbeiten. Dann haben wir gesagt, klar, kommt doch nach Berlin. Was er dann auch prompt tat. Nein, ja, wie viel später? Eine Woche. Eine Woche, ja. Und wir waren mitten auf Tour, wir hatten genau 2 freie Tage. Also einen Tag, um uns kennenzulernen, am nächsten Tag haben wir zusammen gearbeitet und es war fantastisch. Wie, das heißt, ihr geht dann ins Studio und legt gleich los? Mhm. Ja? Das haben wir in dem Fall gemacht, ja. Ja? Warte, vorher essen oder wie lange wir waren einen Abend vorher essen, um mal generell zu gucken, ob wir miteinander auskommen. Und das hat gut geklappt und dann haben wir das mal probiert. Und das sieht man jetzt auch hier natürlich auf diesem Video Total Eclipse. Genau. Ja, wir schauen uns mal einen Ausschnitt an. Marc Almond und Rosenstolz, Total Eclipse. Everything's going to go up, even if you don't show up in your chemise like in diesem Jahr? Ja. Feiert ihr das irgendwie als Jubiläum? Naja, wir hatten letztes Jahr die Tournee und das war dann unter dem Motto 10 Jahre Rosenstolz irgendwie. Ja. Und, aber Jubiläen haben ja auch mal was Gefährliches. Ne? Eigentlich blicken wir nach vorne und wollen jetzt die nächsten 20 Jahre in Angriff nehmen. Wir wollten eigentlich nicht wirklich abschließen mit den 10 Jahren und uns ganz furchtbar feiern, sondern lieber gucken, wie es nach vorne geht und vielleicht feiern wir ja dann in 20 Jahren. Ja, und ich meine, ihr habt einen Plan, den ich eigentlich sehr gut finde und wo ich mir auch vorstellen kann, ist nicht einfach, die Ausdehnung nach Frankreich. Ja, wir fangen das mit ganz kleinen Schritten an. Also wie macht ihr sowas? Wir haben gemerkt, wenn du das jetzt im Zusammenhang zu sehr mit der Industrie machst, das geht nicht. Wir haben jetzt da Verbündete gesucht und werden da jetzt Amo Vitam veröffentlichen als Radiosingle und mal sehen. Und nehmen fleißig parallel dazu jetzt unser erstes französisches Album auf. Und seid ihr schon mal da aufgetreten? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber im Oktober, in Paris. Ja? Wir fangen gleich mit Paris an. Ja, natürlich! Also, falls das jemand sieht, kommt nach Paris. Ja, kommt nach Paris. Wir müssen natürlich ein bisschen vorher Werbung machen und so weiter. Ja. Ja? Also, das sage ich schon mal. Total Eclipse, die Single, Kassengift, die CD. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und viel Erfolg für die Sache in Frankreich. Ja? Vielen Dank. Und nicht vergessen, tschüss. Harald wählen. Ja, Rosenstolz, wir sind da am Ende. Rosenstolz, meine Damen und Herren, das war's für heute. Dankeschön, gute Nacht.